Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei FIFA 12. Heute mit der Challenge vom 10.10.2011 oder zumindest war das der Plan. Dann habe ich FIFA heute Morgen gestartet und musste etwas Erschreckendes feststellen, nämlich heute keine Challenge verfügbar. What the fuck, EA? Gut, okay, dann scheint das nicht zu funktionieren für heute. Aber stattdessen können wir einfach mal was anderes machen. Ich möchte euch das tägliche, nein, ist gar nicht tägliche, das zweitägliche FIFA-Spiel nicht verwehren. Deshalb, ja, probieren wir einfach mal was anderes aus, mal so ein ganz normales Spiel. Aus der deutschen Bundesliga habe ich mir so überlegt. Allerdings habe ich mir noch keine Vereine ausgesucht. Was könnten wir denn da mal machen? Eigentlich ist ja meine Lieblingsmannschaft Dortmund, aber die habe ich in der Demo schon so viel gespielt, deswegen ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Ich spiele mal Gladbach und wir spielen gegen einen am besten nicht ganz so guten Gegner, damit ich auch halbwegs Chancen habe. Oder nein, das wäre langweilig. Nehmen wir einen guten Gegner. Na, Hoffenheim. Nee, Mainz. Komm, so. Oh Gott, meiner ist aber deutlich größer als einer hier. Drittes Trikot auswärts. Heim. Na komm, Heimtrikot. Und da wir diesmal keine Challenge spielen, haben wir auch ein bisschen mehr Kontrolle über das, was das Ganze hier werden soll. Spiel 6 Minuten ist ein bisschen langweilig, spielen wir mal 10 Minuten, damit das Ganze auch nicht so schnell vorbei ist. Halbprofi sieht gut aus, zufälliger Schiedsrichter. Century Park ist okay, Nachmittag, Nachmittag bewölkt. Ist bewölkt eine Tageszeit? Ich bin ja nicht der Meinung, es bewirkt eine Tageszeit, ist aber gut. Wir spielen mal am späten Abend, im Kontrast zu der tatsächlichen Tageszeit, die wir haben. Bei mir ist es gerade morgen, sprich, das ist dann so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was ich eigentlich habe. Meine paar Regeln, die ich aufgestellt habe hier, ich habe das Handspiel eingeschaltet, normalerweise ist das ausgestellt, aber die komische Elfmeter-Regelung vom Handspiel im FIFA 12 hat mich ein bisschen genervt. Ich glaube, ich bis jetzt noch kein Spiel außerhalb einer Challenge gespielt, das in dem es keinen Handelfmeter gab, meistens für die gegnerische Mannschaft. Gut, ich habe die meisten davon auch gehalten, aber trotzdem, sowas nervt ein bisschen. Okay, und ich glaube, den Rest, das können wir ja auch alles so lassen. Jetzt habe ich, glaube ich, was Falsches gedrückt, nämlich, nee, es passt alles. Es gibt sowohl zurück als auch weiter in diesen Optionen und ich denke immer, ich drücke immer zurück und weiter wäre ja eigentlich das, was die Einstellung speichern müsste, meiner Meinung nach. Aber gut. Hier sieht man eine wahnsinnig tolle, einen tollen Vorteil gegenüber der Konsolenversion übrigens. Das Laden der Stadien und des Spiels geht sehr, sehr, sehr schnell. Habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt in meinen Videos, aber das gefällt mir wirklich sehr. Ja. Schön. Ich mag auch diese neuen Sequenzen zur Vorstellung der Mannschaften. Aber ich glaube, diesen ganzen Kram, den brauchen wir uns gar nicht anschauen. Wir fangen einfach mal an zu spielen. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe leicht schwitzige Hände. Ich freue mich. Na komm. Ach, faul war das. Er hat mich weggeschoben. So wird das ja gar nicht. Na komm, Ball her hier. Zack. Nein, schade. Oha, also wir haben einen strengen Schiedsrichter, haben mir die Kommentatoren quasi gerade verraten. Aber er hat eben schon nicht gepfiffen. Was macht er denn da? Komm, erstmal wieder hinten rum hier. Und komm, der. Marco Reus. Da spielen wir durch. Und da sind wir durch. Nein, da sind wir doch nicht durch. Schade. Aber es sah eigentlich jetzt schön aus. So, ein weiter Seitenwechsel. Der geht jetzt nach oben. Ich sehe das schon kommen. Das war anzunehmen. Der lief schon so. Aber ich habe ihn ins Auslenken können. So, komm jetzt aber mal hier einen ordentlichen Angriff nach vorne. Du läufst jetzt genau. Schön, schön, da ist er durch. Da haben wir ihn. Und bam.
Okay, ich muss zugeben, es war kein wahnsinnig schönes Tor. Das sind so die Tore, die man standardmäßig macht im Multiplayer beispielsweise. Aber hey, ich habe ein Tor geschossen. Und das sogar ziemlich früh. Das heißt, frühe Führung, Minusmoral beim Gegner, das gefällt mir schon mal. Komm, her mit dem Ball. So. Nein, schade. Hat er abgeblockt. Der sollte eigentlich weiter nach vorne gehen. Na, der läuft da oben nicht mit. Schade. Oh. Na, ja, das habe ich gemerkt, dass er da reingrätscht. Aber ich weiß... Und... Bam! Nein! Pfosten und ab... Quatsch, abseits wollte ich. Doch, abseits. Na, schade eigentlich. Knapp, aber... Ja, selbstverständlich. Ich diskutiere ja gerade darüber. Da hat der Kommentator schon recht. So ganz grundsätzlich. Nein! Och, faul! Ich rufe bei jedem kleinen Angriff faul. Das ist wahrscheinlich denjenigen, die öfters meine Videos gucken zu FIFA, schon aufgefallen. Für mich ist ein Foul, wenn der Spieler aufs Maul fällt und nicht direkt wieder aufsteht. Dann ist das Ganze ein Foul. Und... Na, ah! Er sah schon drin aus. Die Perspektive, das sieht immer so ein bisschen so aus, als würde der Ball doch noch ins Tor gehen. Vielleicht sollte ich einen anderen Ball nehmen, dann sieht man das besser. Kann man das besser vom Netz unterscheiden? Oder sowas. Ich spiele ja hier mit diesem Standard... Standardball. Oh. Und da, ja, nee, das kriegt er nicht hin. Aber das war... Das war klar. Aber irgendwas musste ich ja ausprobieren. Und die ganze Zeit nur vorm Tor rum... hin und her passen, das ist natürlich langweilig für so ein Video. Deshalb versuche ich auch ein paar schöne Angriffe zu machen oder ein paar außergewöhnlichere Tore. Also ein paar Tore, die man nicht unbedingt jeden Tag macht. Zumal das auch für mich eigentlich der Reiz an FIFA ist. Also ich spiele... Wow! Das war ja keine Flanke mehr, das war ja ein Torschuss. Nice! Aber was ich sagen wollte... Für mich geht es in FIFA auch besonders darum, irgendwie schöne Tore zu schießen. Ich möchte gar nicht immer unbedingt gewinnen. Wenn ich schöne Tore dabei schieße, dann reicht mir das eigentlich schon. Ich bin so ein bisschen ein ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Style-Spieler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es mir um schöne Aktionen und schöne Tore. Ja, das sah doch auch ganz gut aus. Ja. Es gibt jetzt dieses... etwas feinere Dribbeln, das ist übrigens auch eine sehr schöne Änderung. Na, schade. So nicht. Uah. Er ist nicht gesprungen, obwohl ich die Taste dafür... Oh, das... Okay, da hätte ich jetzt auch Foul geschrien, wenn das passiert wäre. Und meiner Meinung nach hätte das auch ein Foul sein müssen. Zumal der Schiedsrichter ja sehr streng sein sollte. Aber gut, von mir aus, wenn die meinen... Und komm, ach, schade. Ja, so hätte ich das gerne. Da muss ich dem Kommentator mal wieder recht geben. Oh, oh. Ist er durch? Nein. Nein. Oh. Nice. Gut, dass ich meinen Torwart hinten drin habe. Sehr schön, sehr schön. Komm, lauf, 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 lauf. Und gleich Flanke rein. Hier, zack. Der macht immer Torschüsse statt Flanken. Was ist denn das für ein Typ? Die Camargo, falls er das denn war. Naja. Oh nein, oh nein. Ja, hat er. Da wird der Trainer zufrieden sein. Dann gehen wir mal unten rum. Vielleicht gibt es hier ja schönere Flanken, wobei der leider nicht mitgeht. Oder doch, ja, er geht mit. Sehr schön, komm. Wenn das ist, sollte jetzt bitte kein Torschuss werden eigentlich. Ja, oh! Das war jetzt Elfmeter-Niveau. Genau, ja, richtig. Da. Die Camargo, da war er wieder, vom Tor. Ist der verletzt? Das ist nicht so schön. Crap. Mein
Torschützen-Flanken-Typ ist verletzt. Wen tun wir dafür rein? Uff, ja, links, links. Ist das ein Linksfuß? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich immer mit sowas nicht aus. Mein Kumpel könnte jetzt sagen, ob das ein Linksfuß ist. Der kennt sowas, aber... Wobei, was ist eigentlich besser? Linker Stürmer, Linksfuß, Rechtsfuß? Wahrscheinlich eher ein Linksfuß. Aber gut. Machen wir das einfach mal. Oh, was war das denn? Ja, toll. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Komm, lauf, genau. Nein, nein, da sind zu viele. Oh, nein, schade. Ich muss mir vielleicht angewöhnen, mal öfters auf das... auf den Radar da unten zu gucken, dann sieht man nämlich von weiter weg schon, wo Leute frei stehen. Im Gegensatz zu meinen Mitspielern, an unseren Spieleabenden, kann ich das nämlich so gar nicht. Also ich sehe... schade. Ich sehe sowas nicht. Also ich kann mich nicht darauf konzentrieren, dass es hat, da unten wirklich im Blick zu halten, während ich spiele und versuche auf dem Bildschirm so schon irgendwelche Möglichkeiten zu entdecken für ordentliche Pässe und ordentliche Angriffe und solchen Kram. Aber wenn das die anderen Leute tun, dann ist das immer ein großer Vorteil von ihnen. Na komm, das... Ach, na? Was war das denn? Nein! Nein! Da hat er abgeblockt. Ein Glück, ein Glück. Ja, komm, da schießen wir einfach mal an. Ein schöner Einwurf, das kann man immer gebrauchen. Oh, gibt's noch einen Einwurf. Und diesmal schnell ausgeführt, komm, zack. Schön. Das wollte ich nicht, aber... Oh, schade. Eigentlich sollte der andere da auch mitlaufen und dann den Ball abkriegen. Oh, shit. Einwurf für den Gegner ist meistens nicht so schön. Oh, nein. Ja, komm. Ach, crap. So, da haben wir ihn. Wieder. Nein. Das war nicht der, den ich... Oder? War das der, den ich neu reingetan hatte? Ich glaube fast nicht. Oh. Komm, lauf. Sehr schön, ja. Das ist er jetzt aber. Und... Oh, faul. Die wollen meine Stürmer alle verletzen hier. Was ist denn da los? Frechheit. Absolut oh-oh. Oh-oh. Ja, komm. Sowas brauchst du gar nicht erst versuchen hier. Spiel ordentlich, dann geht das auch. Ich stelle ganz schön gut zu hier vorne, aber da ist wieder einer durch. Nein, so nicht. Schade. Ich hätte vielleicht den Schlenker nach oben nicht machen sollen. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann werden die Schüsse ziemlich krepelig. Nein, Einwurf. Oh, ein schneller Einwurf. Oh, oh. Jetzt aber hier... Na komm. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. So. Mike Hanke. Nein, aha. Da ist er ein bisschen zu viel mitgelaufen, mal einmal. Sowas würde ich ja sonst wahrscheinlich nie sagen, aber er ist ein bisschen viel mitgelaufen. Komm, Ball her hier. Ball her. Los. Aha. Da ist er schon wieder weg. Crap. Oh oh. Nein! Oh. 1:1. 1:1. Gut, der war auch, da konnte der Torwart überhaupt nichts machen. Meiner Meinung nach. Bin zwar jetzt nicht so der große Profi, aber es sah schon ziemlich unglücklich aus. Was? Komm, und jetzt eine Flanke vom Neuen? Nein, schade. Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen. Es ist aber immer dasselbe. In den letzten paar Minuten dreht der Computergegner extrem auf. Es ist ja zwar erst der letzte Teil der ersten Halbzeit, aber... Oh, oh. Aber trotzdem... Ja, komm, abseits. Aber mal... Was? Das war hartes Abseits. Leute! Was macht der Schiedsrichter da? Was macht der Schiedsrichter? Oder der Linienrichter, vielmehr. So,
So geht das ja mal überhaupt nicht. Malik Fatih. Nein, und da sind wir da knapp vorbeigelaufen hier. Wo ich gerade dabei war, darüber zu reden, der Computergegner, in den letzten paar Minuten kriege ich jedes Mal noch Tore rein. Jedes Mal. Das ist ziemlich arg. Oh, da ist er wieder durch, da ist er wieder durch. Und drin, schön, es war zwar wieder ein hässliches Tor, aber es war ein Tor. In diesem Fall vielleicht dann doch mal auf Sieg, vielleicht weniger auf Style-Tore. Ich komme immer so schlecht weg in meinen YouTube-Videos hier. Ich bin ein ziemlicher Noob, wird mir mal gesagt. Das ist nicht so schön, das ist nicht unbedingt das, was man hören will. Das ist zwar wahr, aber die Wahrheit tut manchmal weh. Ach komm, her damit. Ah, da ist er. Oh, der war nicht schlecht. Nein, schade. Hat er wieder zu viel gewollt, da hat er zu viel gewollt, da hätte er ein bisschen selber spielen müssen. Crap. Dieses Gefummel vom Computergegner, da komme ich immer so gar nicht gegen an. Nein, so, ja, schön. Oh, ein Glück. Okay, den haue ich jetzt erstmal lieber ganz nach vorne. Abpfiff und so. Nicht? Vielleicht? Abpfiff? Hallo? Schiedsrichter? Oh. Ich habe die Halbzeit vielleicht doch ein bisschen lang eingestellt. Oh. Vielleicht doch ein bisschen lang eingestellt. Okay, jetzt wird garantiert abgepfiffen, während ich im Angriff bin. Das macht der nämlich immer sehr gerne. Nein, doch nicht. Nicht? Vielleicht? Nee? Na gut. Och, komm. Ja, hier. Was war das denn? Da hätte ich gerne noch einen Freistoß für gekriegt. Das wäre auch verdient gewesen, finde. Aber bis jetzt, meine Statistik sieht ganz gut aus. Ich habe auch nur zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Na gut. Wenn er meint. Aber gut. Aktuell sieht es ja noch ganz gut aus.